Noch bevor alle Stimmen ausgezählt sind, hat sich Donald Trump zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Bei seinem Auftritt im Weißen Haus zählte Trump die Bundesstaaten auf, in denen er und die Republikaner nach Prognosen sicher gesiegt haben, und dazu die, die er zu gewinnen erwartet. Obwohl Hunderttausende von Stimmen in wichtigen Schlüsselstaaten noch nicht ausgezählt sind, beschrieb Donald Trump sich und seine Partei als uneinholbar vorn. Und er suggerierte, dass eine Art Verschwörung gegen ihn im Gange sei. Zudem kündigte er an, den Supreme Court anzurufen. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Ob Trump damit einen generellen Auszählungsstopp erreichen will oder sich auf die Briefwahlzettel bezieht, die noch nach dem Wahltag eingehen, blieb offen. Klar ist, wie von vielen Kritikern befürchtet, scheint Trump das offizielle Endergebnis der Wahl nicht abwarten zu wollen.